Dietrich, wie ist denn die Messe bisher gelaufen? Ja, wir sind sehr gut gestartet, hatten ja schon verkünden können, dass die Inagenta in Frühlingsstimmung ist. Wir wachsen wieder, wir haben 5% mehr Aussteller, über 980 an der Zahl, und der Samstag, also der erste Tag, ist wirklich super angelaufen. Ich glaube, am Ende werden wir die Besucherzahl des letzten Jahres auch toppen. Schön. Was ist denn so der absolute Trend in 2017? Ja, es sind am Ende ganz viele Trends. Dafür gibt es ja eine Messe, auch zu zeigen. Was tut sich? Ganz generell muss man sagen, die Branche ist natürlich auch vom Thema Digitalisierung betroffen. Das heißt, die Kunden informieren sich im Internet, kaufen teilweise im Internet. Die Frage ist, wie kann sich der Juwelier darauf einstellen mit seinem Sortiment? Im Uhrenbereich ist es die Smartwatch, die natürlich immer stärker kommt, auch mit im Schmuckambiente, also nicht mehr nur der technische Activity-Tracker. Und dann gibt es die klassischen Schmuck. Hersteller, die jedes Jahr natürlich über große Innovationen hier auf die Messe bringen. Wir haben zum ersten Mal einen Inagenta Award geschaffen. Es wird eine große Gala-Veranstaltung am Sonntagabend geben im Postpalast hier in München, wo in 6 Kategorien die besten Schmuckstücke und Uhren des Jahres prämiert werden. Schön. Und was ist so Ihr persönliches Highlight, wo Sie sagen, das gefällt mir besonders gut? Ja, Männerschmuck ist immer stärker im Kommen. Ja. Früher war es sozusagen die Krawattennadel, die ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Bei den Ringen ist es der Ehering. Dann ist die Uhr natürlich ganz, ganz stark. Aber Männerschmuck als Armband zum Beispiel kommt. Und ich finde, das ist eine interessante Entwicklung. Heute Abend gibt es ja eine Veranstaltung. Was erwartet uns denn da? Ja, es gibt in der Fein-Jewelry-Halle eine Jewelry-Show. Das heißt, Models werden in Designerkleidung von Escada die Schmuckstücke unserer Aussteller präsentieren. Internationale Models, es gehört zu so einer Messe auch dazu, dass die Produkte auch gut inszeniert werden und im richtigen Ambiente gezeigt werden. Das wird auf dieser Jewelry Show der Fall sein. Ich bin gespannt. Vielen herzlichen Dank, Herr Dietrich. Tschüss. Dankeschön.